Millionen von Christen werden weltweit wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt. Sie werden benachteiligt, ins Gefängnis geworfen oder sogar getötet. Um diesen Christen beizustehen, ist das christliche Hilfswerk Open Doors in über 50 Ländern aktiv und ruft zur Unterstützung und Gebet für sie auf. Mit dieser Sendung wollen wir auf das Leid dieser Christen aufmerksam machen und ihnen ein Gesicht und eine Stimme geben. Ich sehe heute noch meine Töchter vor mir, wie wir da lagen. Ich fragte mich, sind sie tot oder leben sie noch? Ich spüre wieder die Angst und denke, gleich werden sie umgebracht. Dann höre ich den Mann schreien, wir werden alle Christen und Christinnen im Irak umbringen. Und dann sprengte er sich selbst in die Luft, um ins Paradies zu kommen. Im Irak gibt es seit über 2000 Jahren Christen. Der Nahe Osten ist die Heimat des christlichen Glaubens. Uralte Kirchen und Klöster sind Zeugen. Schon die ersten Apostel besuchten dieses Land und erzählten den Menschen von Jesus. Deshalb gab es viele Christen im Irak. Aber seit dem 7. Jahrhundert wurde der Islam immer stärker und die Christen wurden diskriminiert. Stillschweigend ertrugen sie oft das Unrecht. Unter Saddam Hussein konnten sie meist ungehindert Gottesdienste feiern, christliche Feste begehen und an ihrem Glauben festhalten. Doch 2010 erlebten Christen in Bagdad, wie sie von muslimischen Extremisten überfallen, beschossen und getötet wurden. Adra und ihre Töchter blickten dem Tode ins Auge. Ich heiße Adra und komme aus dem Irak. Meine Familie und ich sind Christen. Darum mussten wir aus dem Irak fliehen, um dem Tod zu entkommen. Wir waren bei einem Gottesdienst im Irak in einer Kirche und dort wurden wir angegriffen. Das war in Bagdad und dort wohnten wir im Stadtteil Satyun in der Nidalstraße. In derselben Kirche haben mein Mann und ich auch geheiratet. Das war in der Saidat el-Najat-Kathedrale. In dieser Kirche wurden meine Töchter und ich von Terroristen angegriffen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie schön unsere Hochzeit war. Damals waren wir so glücklich. Für meinen Vater und meine Mutter und unsere ganze Familie war es ein glücklicher Tag. Wir lebten wie alle Christen im Irak. Es gab dort sehr viele Christen. Und als christliche Familie gehörte es für uns einfach dazu, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Das war normal für uns. Wir gingen also sonntags immer zur Kirche. Und zu Hause beteten wir manchmal. Dazu rief ich meine Kinder zusammen, zündete Kerzen an und betete mit ihnen. Das war einfach ein Ritual für uns. Wir waren ja eine christliche Familie. Aber von der Erlösung in Jesus wussten wir nichts. Die Angst vor Gott, die hat uns bestimmt. Wir wussten genau, was wir alles nicht tun dürfen. Meine Kinder und ich wussten nicht, dass Jesus für uns gestorben ist und uns von der Sünde erlöst hat. Hauptsache, wir gingen in die Kirche. Ich sprach damals nur routinemäßig meine Gebete, so wie ich es eben gewöhnt war. Als Saddam Hussein noch an der Regierung war, hatten die Muslime einen gewissen Respekt vor den Christen und es gab keine offensichtliche Verfolgung. Saddam hat das nicht geduldet. Als Saddam Hussein abgesetzt wurde, begannen die Muslime, die Christen zu hassen. Sie töteten, verfolgten und vergewaltigten die Christen. Das Schlimmste war für uns, dass wir uns plötzlich im eigenen Land wie eine Fremde fühlten. Dann hörte ich, dass Mädchen und junge Frauen entführt wurden. Und ganz besonders entführten sie christliche Mädchen. Sie vergewaltigten sie entweder oder zwangen sie, Muslime zu heiraten. Die Christen waren plötzlich zur Zielscheibe der Muslime geworden. Und ich bekam Angst um meine Tochter Mariam. Sie war gerade 12 Jahre alt. Aus lauter Angst ließ ich sie nicht mehr zur Schule gehen und sie musste zu Hause bleiben. Aber sie entführten auch Jungen. Deshalb hatte ich auch Angst um meinen Sohn. Einmal waren meine Kinder Norman und Andrew unterwegs, um Brot zu kaufen. Männer verfolgten sie und rannten ihnen hinterher, aber sie konnten ihnen entkommen und kamen wieder daheim an. Aber offensichtlich hatte man versucht, sie zu entführen. Ich bekam immer mehr Angst. Ich ließ meine Kinder nicht mehr rausgehen. Und von da an waren Andrew und Norman fast 2 Monate nur noch daheim und weder auf der Straße noch in der Schule. Es war extrem schwierig, als unsere Kinder nicht mehr raus und sich bewegen konnten und nicht mehr zur Schule konnten. Es war wie ein Gefängnis.
Außerdem explodierten jeden Tag Bomben oder Raketen. 5 oder 6 Mal zerbarsten die Fensterscheiben unserer Wohnung. Wir sahen dem Tod viele Male ins Auge, bei uns zu Hause. Und dazu kam noch der ganze Druck, dass wir verfolgt und bedroht wurden. Wir hofften immer, dass sich die Situation wieder bessern würde, aber dem war nicht so. Wir Christen sind in der Minderheit und wir wurden verfolgt, aber wir mussten dort leben. Es ging gar nicht anders. Wir hatten gar keine Möglichkeit, den Irak zu verlassen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass wir je aus dem Irak weggehen müssen. Als Heidi 6 und Mariam 12 Jahre alt waren, wollten meine Töchter Mariam und Heidi immer, dass wir in die Zaidat al-Neyat-Kirche gehen. Sie hatten dort Freunde. Aber die Jungen und ich gingen gerne in die evangelische Kirche. Ich fand dort die Lobpreislieder einfach schöner und überhaupt gefiel es mir dort immer sehr gut. Und deshalb ging ich oft in die evangelische Kirche. Aber in die katholische Kirche gingen wir oft, weil die Mädchen dort Freunde treffen konnten. Und an jenem Sonntag sagte Mariam, ich will unbedingt in die Zaidat al-Neyat-Kirche. Das war eine sehr große Kirche, eine riesige Kathedrale. Zum Gottesdienst kamen oft 300 bis 350 Besucher. Es war einfach eine tolle und schöne Kirche. Aber vor allem Abuna Taher, der Priester, hat damals viel dazu beigetragen, dass die Kirchengemeinde so groß geworden ist. Damals verloren viele Menschen im Krieg ihre Häuser oder sie wurden durch Feuer beschädigt. Und dann half ihnen die Kirche und Pfarrer Taher. Durch Pfarrer Taher wurde die Gemeinde so richtig lebendig und wuchs. Und dann wurde er ermordet. Zuerst wurden die beiden Priester dieser Kirche immer wieder von muslimischen Extremisten bedroht. Wenn ihr weiter predigt und die Menschen in die Kirche einladet, werden wir euch töten. Aber die beiden Priester haben das einfach ignoriert und weitergemacht. Obwohl die extremen Muslime sie vorher immer wieder versucht haben, zum Schweigen zu bringen und zu ihnen gesagt haben, wir schlachten alle Pastoren. Wir werden alle Christen töten, weil ihr ungläubig und unrein seid. Wie gesagt, eigentlich ging ich sonntags mit allen Kindern zur Kirche, aber an jenem Sonntag waren meine Jungen, Andrew und Norman, nicht dabei. Mit den Mädchen kam ich um 17 Uhr in die Kirche und der Priester begann ganz normal mit der Predigt. Plötzlich drangen hinten 4, 5 Männer ein. Sie hatten Kalaschnikows in den Händen und begannen alle jungen Männer zu erschießen. Einer unserer Verwandten wurde mit seinem Sohn getötet. Sein Kind war ungefähr 1 Jahr alt. Es wurde im Schoß seines Vaters erschossen. Seine Schwestern waren dabei und mussten mit ansehen, wie ihr kleiner Bruder starb. Auf der anderen Seite der Kirche war ein Raum, in dem ca. 70 Menschen Platz hatten. In diesem Raum versammelten sie die Ministranten und die Diakone. Dann hat der Terrorist Folgendes gemacht. Er hatte einen kleinen Sprengsatz in seiner Hand und diese Bombe warf er in das Zimmer, um die Menschen darin umzubringen. Ich hörte immer wieder, wie etwas explodierte. Viele junge Frauen und Mädchen schleppten sie in ein Nebenzimmer. Ich hörte, wie sie schrien, Hilfe, Hilfe. Später erfuhr ich, dass sie die jungen Frauen und Mädchen vergewaltigten. Sie waren junge, christliche Mädchen aus unserer Gemeinde. Ich drückte meine Mädchen an mich. Wir lagen auf dem Boden und ich legte mich auf sie. Und andere Menschen lagen wiederum auf mir. Ich hörte, wie sie hinter der Kanzel den Priester folterten und schlugen. Wir befanden uns ganz in der Nähe des Priesters. Ich sah, wie sie ihn von der Kanzel zerrten und erschossen. Dann haben sie auch den zweiten Pastor hinter dem Predigtpult abgeschlachtet. Sie hatten auch Messer neben den Kalaschnikows dabei. Einer der Männer lief zum Altar und nahm die Bibel und zerriss sie und trampelte mit seinen Füßen darauf herum. Ein anderer Terrorist kam zu den Leuten, die auf dem Boden lagen, und trat sie mit seinen Füßen. Er schlug besonders die Frauen und beschimpfte uns. Ihr Ungläubigen, ihr geht alle ins Feuer, fahrt zur Hölle, ihr Christen seid unrein. So hat er uns die ganze Zeit böse beschimpft. In meiner Nähe war eine schwangere Frau, sie hatte ein Baby und es weinte. Es hieß Andrew. Der Terrorist schrie sie an, Ruhe, das Kind soll ruhig sein. Aber sie sagte, ich kann nichts machen, es ist so laut hier, da weint es eben. Er sagte, wenn es nicht aufhört zu weinen und endlich still ist, bringe ich es um. Sie versuchte es zu beruhigen und ihm die Brust zu geben und sie sagte, ich kann ihn nicht beruhigen, er ist doch erst 6 Monate alt. Die Frau war außerdem auch noch schwanger. Er hat sie und ihr Baby einfach getötet und ihren Mann und ihre Eltern auch.
Einige meiner Verwandten hörten plötzlich, wie die Terroristen hinter dem Altar mit dem Handy einen Fernsehkanal angerufen haben. Sie versuchten, die Regierung zu erpressen. Was genau ihre Forderungen waren, weiß ich nicht. Sie haben meine Verwandten gezwungen, am Telefon zu sagen, was sie wollten, dass sie das und das brauchen. Ich weiß nicht genau, ob sie auch über andere Christen außerhalb der Kirche geredet haben. Weiß ich nicht. Ich habe meinen Kindern zugeflüstert, stellt euch tot, die Terroristen kontrollieren alle. Wenn sie merken, dass ihr noch lebt, erschießen sie euch mit ihrer Kalaschnikow. Sie wollten alle in der Kathedrale umbringen. Dann muss sich jemand bei uns bewegt haben. Denn plötzlich sagte einer, hier bewegt sich noch jemand. Dann kam er zu uns und ich dachte, gleich erschießt er mich und Mariam und Heidi. Ich flüsterte, gleich schießt er auf uns, wir werden sterben. Ich betete nur noch und betete und betete. Er schoss wild herum und dann dachte er wahrscheinlich, wir sind tot und ging weg. Ich flüsterte, Mariam, Heidi, seid ihr noch am Leben? Da sah ich, dass Mariams Freundin tot neben ihr lag. Eine Kugel hatte sie ins Herz getroffen. Ich sehe heute noch meine Töchter vor mir. Ich wusste nicht, sind sie tot oder leben sie noch? Ich spüre wieder die Angst. Gleich werden sie umgebracht. Als ich in der Kirche auf dem Boden lag, lief alles wie ein Film vor meinen Augen ab. Ich sah, wie ich und meine Mädchen gerettet wurden und dass uns nichts passiert. Ich betete, Gott, ich will nicht sterben. Meine Kinder sind noch so klein. So betete ich die ganze Zeit. Gott hat mich erhört. Der Mann traf uns nicht, als er schoss. Aber die Wand hinter uns war voll Einschusslöcher. Er schoss immer weiter, lief dabei durch die ganze Kirche und brachte überall Menschen um. Am Leben blieb nur, wer gut versteckt war und die Terroristen nicht bemerkten, dass unter den toten Körpern noch jemand lebt. Dann kam ein anderer Terrorist nach vorne, der einen Sprengstoffgürtel um den Bauch trug und rief, Allahu Akbar, Allahu Akbar, so als wäre er in einer Moschee. Ich sah alles und meine Töchter mussten auch alles sehen. Ich versuchte ihnen die Augen zuzuhalten. Ich merkte, gleich wird er sich selbst in die Luft sprengen. Er war nur 2-3 Meter weg von uns. Er schrie noch, wir werden alle Christen und Christinnen im Irak umbringen. Und danach sprengte er sich selbst in die Luft, um ins Paradies zu kommen. Ich sah das kommen und sagte zu dem Mädchen, haltet eure Augen zu, er wird sich umbringen. Als er explodierte, flog sein ganzer Körper in Einzelteilen durch die Luft. Gegen 23 Uhr gelang es der irakischen Polizei, endlich in die Kirche einzudringen. Das ganze Drama dauerte fast 7 Stunden. Wir lagen bewegungslos dort, wie tot auf dem Boden, während die Polizei und die Attentäter aufeinander schossen. Schritt für Schritt hat die Polizei dann die Kontrolle übernommen. Da brachten sich die restlichen Terroristen selbst um. Kurz vor ihrem Tod riefen sie noch zweimal Shihada, das muslimische Glaubensbekenntnis. Die Muslime hoffen, ins Paradies einzugehen. Gleichzeitig riefen sie aber auch, ihr Christen seid Kufa, Ungläubige. Wir bringen alle Christen um. Sie riefen, wie der Muezzin ruft. Wir werden keinen einzigen Christen im Irak übrig lassen. Wir werden euch alle töten. Und dann töteten sie sich selbst. Niemand von ihnen blieb am Leben. Sie starben alle. Ich kann meine Gefühle nicht mehr beschreiben. Ich weiß nur, dass ich mich dem Tod ganz nah fühlte. Aber trotzdem hatte ich irgendwie den Eindruck, da ist eine allmächtige Hand und sie holt uns raus. Aber der Herr hat alles zugelassen. Ich dachte, jetzt ist das Ende der Welt. Nie hätte ich gedacht, dass in einer Kirche sowas passieren wird. Ich kann meine Gefühle nicht beschreiben. Der Tod war uns so nah, aber er wurde wieder zurückgedrängt. Dann wurden wir in die umliegenden Häuser gebracht. Dort warteten wir, bis unsere Familien uns abholen konnten. Insgesamt starben ungefähr 150 Menschen. Viele waren umgebracht worden, aber einige erlagen auch ihren Verletzungen. Weil sie so lange, bis 23 Uhr dort lagen, konnte ihnen nicht mehr geholfen werden. Den Vater unserer Nachbarn hatten sie auch umgebracht. Bei seiner Beerdigung bedrohten sie seine Familie. Im Irak ist es normal, dass man bei einem Todesfall am Haus eine Tafel befestigt mit dem Namen des Verstorbenen, um den Todesfall anzuzeigen. Muslime drohten ihnen. Wenn ihr dieses Schild nicht wegnehmt, bringen wir euch um. Das jagte uns noch mehr Angst ein. Mehr als die Hälfte der Christen, die da gewohnt haben, sind ins Ausland geflohen. Die Leute, die während dem Attentat in der Kirche waren und überlebten, wurden danach bedroht. Alle haben davon Angst bekommen. Und deshalb flohen auch viele andere Christen.
Sie drohten uns, sie werden alle Menschen, die in der Kirche waren, umbringen. Das betraf also auch mich und die Mädchen. Nach diesem Angriff ging ich 3 Tage nicht aus dem Haus. Zur Sicherheit stellten wir schwere Sachen hinter die Haustür und verbarrikadierten uns. Solche Angst hatten wir. Meine Mädchen und ich haben jedes Mal, wenn wir auch nur an den Angriff in der Kirche denken mussten, große Angst bekommen. Heidi war in einer sehr schlechten psychischen Verfassung. Es ging ihr sehr schlecht. Sie konnte vor lauter Angst nicht alleine ins Bad gehen, um zu duschen. Noch nicht einmal zur Toilette konnte sie alleine gehen. Ich musste überall bei ihr sein. Ungefähr 3 Tage nach dem Angriff ging ich raus auf meinen Balkon und fing an zu beten. Ich betete wie nie zuvor. Ich sagte, Herr, bring uns in Sicherheit. Was uns passiert ist, ist schrecklich. Wir brauchen deine Hand. Tu etwas. Du bist unser Retter. Und nach diesem Gebet hat sich mein Leben total verändert. Ich hatte den Eindruck, Gott sieht mich und hört mein Gebet. Ich wusste plötzlich, er erhört Gebete und wird mir antworten. Wenige Tage später bekommt Adra unvermutet einen Anruf. Sie und ihre jüngste Tochter werden zu einer Traumatherapie nach Europa eingeladen. Ich denke, alles, was uns passiert ist, bewirkte schließlich unsere Rettung. Zuerst einmal konnten wir hierher kommen. Im Irak war ich innerlich wie gefesselt, aber hier in Deutschland, genauer gesagt in der Gemeinde, bin ich frei geworden. Jesus war im Irak nur scheinbar der Erste in meinem Leben. Daneben gab es viele Traditionen. Das heißt, schlussendlich war er eben doch nicht der Erste in meinem Leben gewesen. Wir waren zwar in der Kirche und haben alles auswendig dahergesagt, wie ein auswendig gelerntes Theaterstück, aber wir haben nie in der Bibel gelesen. Und ich wusste im Irak auch von Jesus, aber ich habe ihn nicht persönlich gekannt. Aber in Deutschland habe ich ihn dann durch den Pastor in der Kirche besser kennengelernt. Unser Pastor ist jemand, der Jesus Christus repräsentiert. In ihm habe ich Jesus gesehen. Nachdem ich hier in die Gemeinde gekommen bin, ist alles anders geworden. Seither habe ich keine Angst mehr. Manchmal muss ich zwar noch an Dinge aus der Vergangenheit denken, aber ich habe jetzt inneren Frieden. Seit ich Jesus Christus persönlich kennengelernt habe, ist keine Angst mehr in mir. In meinem Herzen habe ich jetzt Frieden. Ich wurde frei von allen Arten des Hasses und schlechten Angewohnheiten. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich nicht mehr von den schlimmen Dingen, die mir passierten, abhängig bin. Und seither hat sich mein Leben positiv verändert. Jetzt bete ich aus tiefstem Herzen. Vorher waren meine Gebete nur auswendig gelernte Texte, die ich wiederholt habe. Das ist überhaupt nicht mehr so. Darum denke ich, alles, was in der Kirche passierte, hat der Herr zugelassen, damit er uns hierher bringen konnte. Ich glaube, der Herr, unser Gott, wollte, dass wir seinen Namen verkündigen, dass wir seine Botschafter werden. Wir hatten den Herrn schon lieb. Aber wir wussten nicht, wie diese Liebe praktisch werden kann. In meinem Lieblingspsalm steht, der Herr ist mein Hirte, mir fehlt nichts. Das ist mein Lieblingspsalm und das habe ich erlebt. Der Herr hat uns hierher gebracht und wir sind sehr dankbar, dass ich und meine Kinder hier jetzt sicher leben können. Die Bibel sagt uns, wir sollen unsere Feinde lieben und wir sollen das auch ganz praktisch umsetzen. Meine Tochter konnte die Muslime nicht ausstehen, nach allem, was uns passierte. Auch hier in Deutschland. Jedes Mal, wenn von den Muslimen die Rede war, brachte sie ihre Abscheu gegen sie zum Ausdruck. Aber schon meine Mutter hatte mich gelehrt, die Muslime nicht zu hassen. Würde ich den Attentätern heute gegenüberstehen, dann würde ich ihnen sagen, möge der Herr dir vergeben. Nicht dieser Mensch hat das getan, sondern mit Sicherheit war der Teufel in ihm. Wir Christen hassen sie nicht, aber sie haben uns dazu gebracht, dass wir Angst vor ihnen haben. Auch wenn Heidi zur Schule geht, habe ich Angst um sie. Auch vor unseren Nachbarn haben wir Angst. Zwischen uns hat sich eine trennende Mauer aufgebaut. Ich bete für die Muslime, die mit mir in der Sprachschule sind, dass der Herr ihre Augen öffnet. Die Muslime wissen nicht, was sie tun. Hinter allem steckt die Lehre des Koran. Und die Muslime halten sich daran und setzen sie um. Und das macht vielen Menschen Angst vor dem Islam.
Die Christen müssen zwar vorsichtig sein, aber vor allem auch für die Muslime beten, dass Gott ihnen die Augen auftut, damit sie die Wahrheit erkennen. Sie müssen erfahren, was im Evangelium steht. Dass wir unsere Feinde lieben. Solch ein Gebot steht nicht im Koran. Sie sollen das wissen. Darum müssen wir für sie beten. Unser Pastor hier in Deutschland hat mich ausgewählt und eingesetzt, in der arabisch-biblischen Gemeinde Gebetsleiterin zu sein. Darin will ich treu sein und das ernst nehmen und nicht sagen, oh, jetzt habe ich gerade keine Zeit. Und ich sage auch nicht zu jemand, ich bete für dich und vergesse ihn dann. Ich will ein Vorbild für die anderen sein. Wenn ich etwas anderes lebe, wie der Herr mir sagt, dann erhört er mich nicht. Als das Dorf Karakosch vom IS besetzt und übernommen wurde, beteten wir hier in unserer Kirche sehr viel für die Menschen dort. Sie haben alle vertrieben und sie zündeten viele Häuser an. Die meisten sind in den Norden nach Kurdistan geflohen. Wir beteten viel für sie, denn in dieser kleinen Stadt in Karakosch haben viele meiner Verwandten einmal gewohnt. Die Menschen dort haben große Angst. Trotzdem sind einige Christen in ihre Häuser zurückgegangen, die vom IS angezündet und beschädigt wurden. Jetzt müssen sie ihre Häuser renovieren. Sie leben wieder dort. Aber die Angst unter den Leuten ist groß. Sie fürchten immer noch, dass sie wieder angegriffen werden. Es gibt Christen, die an Jesus glauben, aber die Angst vor den Muslimen haben. Aber ich sage immer, beten wir lieber für sie, statt Angst vor ihnen zu haben. Wir haben nichts außer das Gebet. Bitte betet für den Irak, für Bagdad, für Orte wie Karakosch, wo viele Christen wohnen. Betet für den ganzen Irak. Das Land braucht Hilfe, weil es ein Land ist, in dem es Verfolgung gibt. Die Christen dort werden verfolgt. Bitte betet. Sie brauchen eure Gebete. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Betet auch für uns. Kolosser 4, die Verse 2 und 3a aus der Hoffnung für alle. Jesus Christus spricht: Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Deshalb werden sie euch verfolgen, weil sie mich verfolgt haben. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Heimatlos zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Möchten Sie uns dabei helfen, unseren verfolgten Glaubensgeschwistern beizustehen? Open Doors Deutschland unterstützt verfolgte Christen weltweit. Wir informieren über ihre Lage, nennen konkrete Gebetsanliegen und führen in vielen Ländern Hilfsprojekte durch. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder unser kostenloses Monatsmagazin bestellen möchten, rufen Sie an unter der Telefonnummer 06195 67 67 100 oder schauen Sie auf unsere Homepage unter www.opendoors.de.